Ist das Leben in Japan eigentlich wie im Anime? Dieser Frage sind wir sicherlich alle schon mal über den Weg gelaufen oder haben sie uns an irgendeinem Punkt schon mal selbst gestellt. Und ganz ehrlich, ich finde es super schwierig, diese Frage zu beantworten. Unter dem Oberbegriff Anime verstecken sich so viele Kategorien und Genres. Und nein, ein Fantasy-Anime zum Beispiel spiegelt nicht den Alltag in Japan wider. Ich hoffe, das ist jedem klar. Aber auch nicht jeder Slice-of-Life-Anime ist eine gute Repräsentation für den Alltag in Japan. Nichido. Deswegen gehe ich das Thema heute mal von einer ganz anderen Seite an und empfehle euch meine Top 3 Serien, bei denen ihr etwas über den Alltag, die Gesellschaft und das Leben in Japan lernen könnt und die auch den einen oder anderen Aspekt mal etwas kritisch betrachten. Es gibt übrigens ein paar Fun Facts. Platz 3, Agoretsuko. Agoretsuko spielt in einem Tokio in einer Welt, die von Tieren besiedelt wird. Und ja, ich weiß, das klingt jetzt erstmal nicht, als würdet ihr hier was Vernünftiges lernen, but wait for it. Die Protagonistin Letsuko, ein roter Panda, versucht als pflichtbewusstes Mitglied der Gesellschaft ihr Leben in Tokio zu meistern. Offensichtlich ist ein großes Thema dieses Animes Arbeiten in Japan. Nebenbei werden alle möglichen alltäglichen Problembereiter behandelt und trotz ein bisschen übertriebener Fiktion relativ nachempfindbar dargestellt. Und zwischen all dem Stress und Druck, den Letsuko hat, hat sie ein kleines Geheimnis, um auch mal ein bisschen Dampf abzulassen. Was das genau ist, verrate ich mal an dieser Stelle nicht. Aber passend zu ihrem kleinen Geheimnis wurde übrigens Letsukos Name ausgewählt. Übersetzt heißt ihr Name nämlich so etwas wie heftiges oder feuriges Kind. Ohne die Story des Animes spoilern zu wollen, liste ich mal ein paar Themen auf, die in dem Anime vorkommen und einige davon werden noch ein bisschen kritisch betrachtet. Da hätten wir zum Beispiel Single-Leben und Dating, Hierarchien in japanischen Unternehmen, Numikai mit Kollegen, gesellschaftliche Erwartungen und Druck, Rolle der Frau in Japan und der Wert von Gemeinschaft. Agoretsuko ist für mich auf Platz 3 dieser Liste gelandet, da die tierische Darstellung dann schon noch sehr abstrakt wirken kann. Fun Fact 1. Falls ihr es euch aufgrund der verschiedenen Ähnlichkeiten schon gefragt haben solltet, ja, Agoretsuko ist auf Sangneos Mist gewachsen. Fun Fact Nummer 2. Obwohl Japaner sehr große Fans von Wortverkürzungen und Wortverschmelzungen sind, heißt die Serie in Japan Agoretsuko und ist nur außerhalb von Japan unter dem Titel Agoretsuko bekannt. Platz 2, Ikebukuro Westgate Park. Wie viel Gutmensch kann ein Charakter sein? Makoto Majima so? Ja. Wer genauso verliebt ist in Ikebukuro wie ich, wird diesen Anime lieben. Für mich ist es die etwas realistischere Version von Durarara. Der Anime dreht sich um den eben schon erwähnten Makoto Majima, der eigentlich in Ikebukuro ein relativ normales Leben führt und im Obstladen seiner Mutter arbeitet. Durch die Bekanntschaft mit der einen oder anderen Gang und seiner generellen Gutherzigkeit gerät er aber immer wieder in Situationen, wo er als Mediator zwischen verschiedenen Parteien Probleme lösen muss. Und da viele dieser Situationen nicht einfach sind, werden auch einige gesellschaftliche Punkte in Japan mal recht kritisch betrachtet. Unter anderem haben wir dabei folgende Themen: Color Gangs, Drogen, Freundschaft, Beef zwischen japanischen YouTubern aka Zeta-Movern, Ausbeutung von Arbeitskräften, Ausländer, speziell Chinesen in Japan, alleinerziehende Mütter. Jede Folge dieses Animes startet übrigens mit dem Hinweis, dass es eine fiktive Geschichte ist und dass Ähnlichkeiten mit existierenden Personen nur Zufälle sind. Deswegen möchte ich an dieser Stelle sagen, inwiefern der Anime einen realistischen Einblick zum Thema Yakuza und generell Gangs gibt, kann ich an der Stelle nicht beurteilen. Dafür möchte ich ihn noch nicht empfehlen. Ich finde es einfach nur gut, wie die ganzen Themen drumherum kritisch aufgegriffen werden. Anschauen könnt ihr Ikebukuro Westgate Park übrigens bei Wakanim. Ich war sofort nach der ersten Folge Fan der Serie und deswegen ist diese Serie hier auf Platz 2 gelandet. Fun Fact Nummer 1. Obwohl der Durarara Anime viel älter ist und man meinen könnte, dass Ikebukuro Westgate Park eine Art Nachmache von Durarara ist, ist eigentlich das Ikebukuro
The Westgate Park-Universum viel, viel älter, da der Anime nämlich auf einer Light Novel basiert, wie das so oft der Fall ist. Und diese Light Novel kam schon 1998 raus. Fun Fact Nummer 2. Schon lange vor der Anime-Umsetzung in 2020 gab es eine Umsetzung der Ikebukuro The Westgate Park Story als Manga in 2001 und schon vorher, im Jahr 2000, eine Live-Action-Umsetzung. Ich glaube, die gibt es leider nicht in Deutschland. Wenn ihr irgendwas wisst, let me know! Platz 1. Midnight Diner Tokyo Stories. Omachi. 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 Ich muss jedes Mal die Wörter dieses Titels sortieren, bevor ich sie sage. Aber hier haben wir die Nicht-Anime-Serie. Dieser Serie läuft man zufällig über den Weg und dann lässt sie einen einfach nicht mehr los. Der Schauplatz von Tokyo Diner Midnight, nee, Tokyo Diner, Midnight Diner Tokyo, seht ihr? Der Schauplatz von Midnight Diner Tokyo Stories ist ein kleines Lokal, das von Mitternacht bis 7 Uhr morgens geöffnet hat. Der Besitzer dieses Lokals wird nie beim Namen, sondern immer nur Master genannt. Obwohl er der Dreh- und Angelpunkt der Serie ist, bleiben er und seine Hintergrundgeschichte relativ mysteriös. In jeder Folge geht es immer um einen seiner Gäste. Und anhand der Öffnungszeiten könnt ihr euch vorstellen, was für interessante Persönlichkeiten, Charaktere und Geschichten sich da ansammeln. Für mich hat die Serie einfach einen unheimlichen Charme. Anfangs war ich mir nicht sicher, ob man die Art des Schauspielers nicht einfach nur cringe finden kann. Aber mit der Zeit wurde mir dann klar, was ich da eigentlich für eine wundersame Serie entdeckt habe unter all den Möglichkeiten auf Netflix. Daher lege ich es euch unbedingt nahe, einfach mal ein, zwei Folgen dieser Serie zu schauen. Unter anderem werden übrigens folgende Themen aufgegriffen. Liebe und zwischenmenschliche Beziehungen generell, Probleme mit dem Senioritätsprinzip in Japan, gesellschaftlicher Druck, Spielsucht, verschiedene Probleme in der Unterhaltungsbranche und vor allem die aus meiner Sicht sehr interessante Art der zwischenmenschlichen Kommunikation unter Japanern. Während jeder Folge gibt es übrigens ein Gericht, das die verschiedenen Charaktere der einzelnen Folge immer verbindet. Man lernt also auch ein bisschen was über die japanische Küche. Und weil diese Serie auf ihre ganz eigene Art und Weise etwas über Japan erzählt, ist sie hier auf Platz 1 gelandet. Fun Fact Nummer 1. Bevor Midnight Diner Tokyo Stories von Netflix aufgegriffen und produziert wurde, gab es bereits 3 Staffeln, die in Japan unter dem Namen Midnight Diner von Fuji TV produziert wurden. Soweit ich weiß, sind die aber leider nirgendwo außerhalb von Japan verfügbar. Fun Fact Nummer 2. Die Serie beruht auf dem Manga Shinya Shokudo von Yado Abe und der Titel heißt wortwörtlich übersetzt Mitternachtsimbiss. Der Titel hat sich also nicht groß verändert über die Zeit. So, und da ich es noch nicht so direkt gesagt habe und vielleicht der ein oder andere jetzt was in die Kommentare dazu schreiben will, sage ich es nochmal ganz klar. Ja, mir ist bewusst, dass auch diese Serien die genannten Themen nicht 100% realistisch darstellen. Aber mal ganz ehrlich, wenn das unsere Erwartungen an Serien sind, dann gehen wir da leider mit sehr utopischen Erwartungen ran. Eine Serie, also eine fiktive Geschichte, kann naturgemäß nicht realistisch sein, da sie immer ausgedacht oder eben ausgeschmückt ist. Ich habe diese 3 Serien ausgewählt, weil sie meiner Meinung nach wichtige und auch hier und da mal gesellschaftlich kritische Themen aufgreifen. Und ich finde, dass sie das auf eine halbwegs gut aufgearbeitete Art und Weise machen. Am Ende gilt aber auch hier, it's not reality. Deal with it. Ich hoffe, der zweite Teil meiner Japan in Deutschland Toplistenreihe hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Toplisten euch noch interessieren würden und vergesst nicht zu abonnieren. Hier kommt ihr zur ersten Folge dieser Reihe und hier gibt es noch ein anderes Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.